Just the other day, I saw you looking my way. I start to contemplate moments that went to waste. Why you do that? You drop me like who that? And put me through that. But baby, it's useless. I'm living my life. Don't need to remind. Ich mache mich gerade fertig. Ich gehe nämlich gleich zum Arzt und meine Katze schreit gerade. Und ich bin mit meinen Eltern, also für alle, die mich schon kennen. Ja, ich wohne ja eigentlich jetzt in Wien, aber jetzt bin ich gerade während der Corona-Zeit mal wieder draußen bei meinen Eltern, weil die Woche habe ich auch Urlaub von der Arbeit und da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und deswegen bin ich wieder in meinem alten Zimmer und wir haben übrigens mein altes Zimmer gerade ein bisschen umgebaut gestern. I can swear, I can joke, I see what's on my mind if I drink, if I smoke. I keep up with the guys and you see me holding up my middle finger to the world. Fuck your ribbons and your pearls. Habe ich auch auf Instagram gepostet, da könnt ihr mir gerne mal folgen. Jetzt mache ich mich aber gerade fertig und ich dachte mir, ich zeige euch so einen kleinen Hack. Und zwar einfach irgendein Haarspray nehmen, einen Kamm nehmen, Haarspray auf den Kamm und dann kann man sich die Haare da so richtig schön machen. Ich liebe das. Ja, genau, das wollte ich euch eigentlich noch kurz zeigen. So, und so eine Sache, was mein Markenzeichen irgendwie geworden ist, ist, dass ich Glitzer verwende. Und den Glitzer verwende ich immer hier unter den Augen. Hier an der Seite. Und hier unter den Augen. Aber das werde ich jetzt, glaube ich, beim Spiegel machen. Und übrigens, ich habe gerade so den Struggle. Meine Wimpern sind schon mehr als 2 Monate alt, denn ich mache die in Wien. Und jetzt sind nur noch so vereinzelte Stücke an meinen Wimpern dran. Und das sieht gerade aus wie so ein Sauhaufen. Ja, deswegen sind meine Wimpern komplett im Durcheinander, aber ja, ich schmink mich jetzt fertig. Aber ich kann euch auch mal Amika zeigen. Amika, komm mal her, lass dich mal zeigen. Auch mein Baby, damit das auch mal Hallo sagt. Ja. So, jetzt schmink ich mich aber fertig. So, ich bin jetzt zum Arzt gefahren mit dem Auto. Ich habe auch hier meine Maske, die ich natürlich verwenden muss. Hier mein Röntgenbild, weil ich bin seit 3 Tagen ständig beim Arzt. Ich werde euch dann später erklären, wieso, weshalb, warum. Aber hier ist mein Röntgenbild von meiner Wirbelsäule. Kleiner Spoiler, ich habe nämlich irgendwas in meiner Wirbelsäule. Ich habe auch ein extrem starkes Hohlkreuz und ich werde euch später dazu mehr berichten. Aber jetzt kommt mal die Maske drauf. Und so geht es jetzt für mich zum Arzt. So sieht das Ganze jetzt auch getragen aus. Yay. So, ich bin wieder zurück. Ich war beim Arzt und jetzt erkläre ich kurz mal, was ich eigentlich so habe. Also, ich habe eine Art Hohlkreuz. Also, Hohlkreuz habe ich schon immer, seitdem ich klein war. Ich war dann 9 Jahre Ballett und da ist das besser geworden. Aber ich glaube, jetzt durch die viele Büroarbeit und das Ganze ist es wieder ein bisschen schlimmer geworden. Und ich glaube, durch auch mein langes Streckenlaufen, weil ich liebe es ja zu laufen, habe ich da so eine Verspannung irgendwie im Oberschenkel und habe halt extreme Schmerzen und das wird halt immer ausgelöst. Ich dachte lange Zeit, das ist ein Magnesiummangel, weil es fühlt sich wie ein Krampf an und das habe ich dann meistens 3 Tage durchgehend und jetzt eben schon 4 Tage und das hört halt nicht auf und das ist zum 3. Mal in Folge jetzt halt mit 1 Monat Abstand oder so, dass ich das habe. Und es ist halt wie so ein krampfartiges Verhalten, passiert aber, wenn ich die Stiegen runtergehe, wird das immer irgendwie ausgelöst. Ich kann oft normal gehen oder so, jetzt die letzten Tage auch nicht, weil es irgendwie schlimmer war als sonst, aber es wird ausgelöst, wenn ich die Stiegen runtergehe. Und jetzt bin ich mal bei meinen Eltern zum Arzt gegangen und das, was ich jetzt machen werde, ich kriege solche krampflösenden Medikamente, glaube ich, sind das, die muss ich jetzt einnehmen, mache so eine Art Stromtherapie und dann schauen wir halt weiter und ich muss halt irgendwas auch gegen mein Hohlkreuz jetzt machen. Ja, so viel dazu. Ja, ich mache jetzt auch seit 6 Tagen gar keinen Sport.
geht mir schon sehr ab und ich gehe auch nicht spazieren. Also ich kann auch nicht wirklich spazieren, ich versuche wirklich gar nichts zu machen. Was in meinem Fall dann doch ein bisschen sad ist, weil ich liebe ja Bewegung und Sport, aber ich möchte es haben, dass das unbedingt weggeht und besser wird und halte mich jetzt auch dran, auch wenn es echt schwer ist. Aber ich werde jetzt auch ein bisschen Homeoffice machen und werde mit meinen neuen Kopfhörern arbeiten. Ich habe die euch schon mal bei Instagram gezeigt. Das sind die Bluetooth-Kopfhörer von Prozis. Jetzt gerade im Augenblick des Sprechens sind sie noch im Angebot und mit meinem Rabattcode bekommt ihr sie noch viel günstiger. Ich glaube statt 70 Euro um 50 Euro. Und das sind einfach solche Kopfhörer wie die von Apple, also so Bluetooth. Und ich finde die einfach richtig schön und ich liebe sie. Und sie sind halt einfach viel geiler. Haben da auch so ein Case, also wie ihr hier so sehen könnt. So wie bei Apple einfach, nur sind sie halt nicht so teuer. Und deswegen liebe ich sie. Genau, und jetzt werde ich ein bisschen Homeoffice machen mit denen. Und ich habe sie in schwarz und mir jetzt nochmal in weiß bestellt, weil sie jetzt auch im Angebot sind. Ich verlinke sie euch in der Infobox. Und jetzt sollte ich echt mal Homeoffice machen. So sieht die Verpackung auf jeden Fall aus. Ich zeige sie euch dann gleich nochmal. Und so sieht die Hülle aus. Die werden so hoch aufgeladen. Und hier ist auch mein Heiligtum. Das zeige ich euch heute Abend. Das ist nämlich mein Beamer vom Prozis. Ich liebe, liebe, liebe ihn. Das ist ein wirklich kleiner Beamer. Hier ist auch, wo das Beamerlicht rauskommt und ich habe es auf Instagram schon gezeigt. Das ist einfach so genial, dieses Teil. So sieht die Verpackung von diesem Beamer aus und es ist einfach so geil. Ich habe mir jetzt extra mein Zimmer so umgebaut. Ich kann euch das jetzt hier auch mal zeigen. Also mein Bett ist jetzt hier, wie ihr sehen könnt. Hier ist das alles sehr schön geordnet und wir haben auch ein bisschen entmistet. Und hier habe ich dann ganz viel Platz gelassen. Da war mein Bett nämlich früher mit einer Lichterkette, dass ich eben hier den Beamer einschalten kann. Hier neue Sportoberteile mit Oceans Apart, dem Oceans Apart Logo und oh, endlich die neuen Sets, die ich schon so lange möchte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, das sieht so geil aus, Leute. Hier. Das sollte ich eventuell noch runtergeben. Aber es sieht doch so genial aus. Ha. Richtig, richtig schön. Okay, so sieht das Top jetzt aus. Ich finde es wirklich richtig, richtig schön. Aber jetzt werde ich echt ein bisschen arbeiten. Ich habe jetzt ungefähr fast 4 Stunden gearbeitet und habe jetzt am Ende hier jetzt auch noch gleich am Laptop meine Modulsprüfung gemacht, denn ich mache die Trainerlizenz, also die Trainerausbildung. Das Ganze mache ich bei der Online-Trainerlizenz, also bei OTL. Und ich arbeite auch mit denen zusammen. Das heißt, ihr bekommt sogar einen Rabattcode auf eure Ausbildung. Der Rabatt ist Caddo Beauty und da bekommt ihr 10% auf eure Ausbildung. Um das Ganze kurz zu erklären, ihr könnt verschiedene Ausbildungen wie Trainerausbildung, Ernährungscoach und das Ganze könnt ihr alles online absolvieren. Und ich finde das halt relativ praktisch, weil ich mache sehr viele Dinge gleichzeitig, wie man, glaube ich, auch merkt. Ich habe ja ein bisschen was für die Ausbildung gemacht, sprich den Test absolviert und das Ganze ist online und das ist mega geil. Also falls euch das interessiert, ich verlinke euch das Ganze mal in der Infobox. Ich habe dazu einen genauen Post auf Instagram gemacht und ja. Jetzt werde ich auf jeden Fall einkaufen gehen und dann um 17 Uhr habe ich auch Italienischkurs. Da werde ich mit meiner Mom von zu Hause auch, weil ja Corona ist, Italienischkurs teilnehmen und genau.
So, ich wollte euch auch noch meine wunderschönen Ohrringe hier zeigen. Ich habe auf Instagram wieder ein paar Fragen dazu bekommen, woher ich die habe. Und die sind von Anna Luisa und ich finde die einfach wunderschön. Ich habe auch übrigens diese Kette hier von Anna Luisa. Das ist Schmuck von einer richtig tollen Website. Ich verlinke sie euch mal in der Infobox. Der ist wirklich so hochwertig. Ich trage die Ohrringe zwar nicht beim Duschen, aber ich trage meine Kette immer beim Duschen und habe jetzt auch schon, weiß ich nicht, einen Monat fast oben. Meine Stimme kratzt gerade ab. Auf jeden Fall finde ich den Schmuck richtig schön. Ich kann es euch hier mal genauer zeigen. Der ist einfach so wunderschön und fühlt sich auch echt hochwertig an. Und genauso diese Kette. Ich liebe einfach so dezente Ketten. Das mag ich total gerne. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch die Sachen mal, weil die mir netterweise gratis zugeschickt worden sind. Und ich freue mich einfach mega drüber, weil ich auch einfach den Style so richtig feiere. Also so Hoodie mit so geilen Ohrringen und so dezente Ketten sind einfach richtig schön. Also ich verlinke euch auch meine Produkte in der Infobox, falls euch das interessiert. Und genau. Mika mautzt heute die ganze Zeit und wir wissen nicht warum. Sie ist unrund. Baby. Warum bist du so unrund? So, ich bin jetzt auch wieder zu Hause und ich habe mir beim DM solche kleinen Wimpern gekauft, die man sich einfach so dazwischen einsetzen kann, damit meine nicht mehr so zerzaust aussehen. Und dann habe ich im Angebot beim Spar, da gab es nämlich diese Bärbelsriegel und weil die bald ablaufen sollen oder so, waren die voll günstig und da habe ich mir 2 Stück mitgenommen. Und dann habe ich auch noch Cottage Cheese gekauft und Topfen und natürlich Bananen. Ich liebe Bananen. Und das war es auch eigentlich. Und jetzt werde ich auch noch das Thumbnail für mein neues Video fertig machen. Das ist das Fitness-Grießbrei-Rezept. Das ist für die Zunahme, für die Diät, für den Muskelaufbau. Also das ist so ein richtiges Allrounder-Rezept, was richtig geil ist. Das ist jetzt schon, wenn ihr das Video seht, auf dem Kanal. Ich verlinke es in der Infobox oder schaut einfach auf meinem Kanal nach Fitness-Grießbrei-Rezept. Und jetzt muss ich mich auch fertig machen, denn ich habe jetzt gleich Italienisch-Kurs und zwar online. Und ja, da setzen meine Mama und ich uns einfach vor den Laptop und haben mit der Italienisch-Gruppe den Italienisch-Kurs. Ich habe mir auch meine Night Bowl jetzt gemacht für den Italienisch-Kurs, dass ich da was zum Snacken habe. Und das Rezept habe ich auch auf Instagram gepostet, wie ich das immer so mache. Das reposte ich jetzt auch gleich auf Instagram nochmal. Der Tipp, also den Trick, um es euch kurz zu erklären, ist, dass ich hier eben das Flüssigeiweiß steif schlage und die Base ist eben Milchreis oder Topfen, also Quark oder Cottage Cheese und dann mache ich das so fluffig mit 100 Gramm steif geschlagenen Eiweiß und dann toppe ich das Ganze halt eben noch mit verschiedenen Sachen und jetzt kommt auch noch das Mandelmus von Coro drauf, das ist richtig, richtig lecker alles. Und so sieht es dann halt aus, wenn man sich richtig viel Mühe gibt. Hier mit dem Coro Mandelmus und ganz vielen Toppings und genau. Aber dazu fehlt mir jetzt leider die Zeit, weil ich Italienisch-Kurs habe. Genau. So sieht es auf jeden Fall aus. Ich kann euch jetzt zeigen, wie das aussieht, wenn wir hier online Italienisch-Kurs haben, also zu Hause. Das sieht so aus, dass meine Mom und ich uns jetzt hier hinschillen und ja, hier online Italienisch-Kurs haben. Mit dem Italienisch-Kurs und ich werde mir jetzt selbstgemachte Snickers machen. Dazu verwende ich das vegane Proteinpulver, das Sojaproteinpulver von Process und eben Mandelmus. Dann auch noch Datteln und Schmelzschokolade und andere Zutaten, aber das sind jetzt mal die Grundzutaten. Und Kokosöl verwende ich auch noch. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall diese Snickers selbst zubereiten, damit ich irgendein Dessert fürs Abendessen habe. Und zum Abendessen kochen meine Mama und ich jetzt gemeinsam auch etwas. Ich verwende statt Hühnerstreifen, du verwendest Geflügel, Mama, oder? Ja. Verwende ich solche Filetsticks von Garn Gourmet. Und jetzt werden wir auch gemeinsam kochen. Also ich mache die Snickers, dann kochen wir gemeinsam und dann essen wir alle. Und genau. So, also ich bin jetzt noch eine Runde spazieren, ich versuche es zumindest, soweit ich halt komme mit meinem Fuß. Es tut nämlich noch ein bisschen weh und ich gehe halt wie so ein Stecken. Also ich kann nicht richtig abwinkeln.
Ja, aber es ist nicht so schlimm und es wird eigentlich nur ausgelöst, dieser Schmerz, den ich da habe, wenn ich Stiegen runtergehe. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie so eine Bewegung. Auf jeden Fall wird das so ausgelöst. Und ich habe morgen auch gleich die nächste Stromtherapie. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Und am Montag habe ich dann auch wieder eine und ich habe insgesamt 10 Stromtherapien jetzt. Also das ist das, was ich mache und ich bekomme da auch jetzt so Medikamente. Ich glaube, das habe ich schon erzählt. Ich weiß gar nicht, der Tag ist heute schon so lang. Ja, aber es wird auf jeden Fall besser. Heute ist es auch schon viel besser. Und genau, mein selbstgemachtes Snickers steht jetzt auch schon im Eiskasten und ich kann es kaum erwarten, das zu essen. Das wird heute das Dessert. Meine Mom kocht jetzt noch fertig. Ich bin ja, wie gesagt, bei meinen Eltern. Und wir bringen auch meiner Oma das Essen vorbei. Sprich, wir kochen für meine Oma und bringen es ihr dann auf Abstand vorbei, weil da passen wir halt auch echt nochmal extremer auf bei meiner Oma. Und ja, ansonsten war es das eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, euch hat dieser spontane Vlog gefallen. Und ich habe den ganzen Tag schon einen Make-up-Punkt hier. Den sollte ich jetzt echt mal entfernen. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend oder Nacht. Und ihr könnt mir, wie gesagt, gerne auf Instagram folgen. Da poste ich sehr, sehr viel. Und auf meinem Blog vorbeischauen. Und generell, ich freue mich immer über Nachrichten oder Likes oder Kommentare von euch. Also schreibt gern irgendwas in die Kommentare, egal was es ist. Ich freue mich mega drüber. Und natürlich würde ich mich mega über ein Abo freuen. Ja, ich habe euch mega lieb und bis zum nächsten Video. Bye! So, das ist jetzt noch mein Abendessen. Das werde ich jetzt mit meinen Eltern hier hinten essen. Das ist inspiriert von diesem Kochbuch hier. Das verlinke ich euch in der Infobox mal. So, genau. Das werden wir jetzt hier alle gemeinsam essen. Meine Eltern haben halt Hähnchen und ich mein vegetarisches Filet. Alles, was dazugehört, ist definitiv eine Herausforderung. Ich wollte erstmal ganz schöne Locken.